Guten Tag, ich bin Pater Alexei, ich bin der Direktor von Radio Maria Ukraine. Ich grüße euch von Kiew aus. Ich habe jetzt schon einige Zeit kein Video mehr gemacht über die Situation in der Ukraine und in Radio Maria. Zunächst also zur Ukraine. Der Krieg ist leider noch nicht vorbei. Wir haben jetzt mehr als 100 Tage Krieg schon. Am Anfang des Krieges haben wir nicht wirklich daran gedacht, also nie gedacht, dass der Krieg so lange dauern würde, mehr als 100 Tage schon. Und jetzt sehen wir immer noch nicht das Ende dieses Krieges. Und so sind viele Menschen hier jetzt müde des Krieges. Man spürt wirklich diese Müdigkeit und auch den Schmerz, das Leid. Das Leben aller Ukrainer hat sich so sehr verändert. So viele Familien sind getrennt worden. Die Frauen sind im Ausland, in anderen europäischen Ländern. Und gleichzeitig sind die Männer hier in der Ukraine und sind im Heer und verteidigen ihr Land. Das heißt, das ist ein großes Leid, diese ganzen Trennungen. Und dass man eben seine Liebsten nicht sehen kann. Aber die Ukraine bleibt trotzdem bereit, sich zu verteidigen. Viele sind auch aus dem Ausland wieder zurückgekommen, um zu kämpfen. Zum Beispiel hat mich gestern ein Freund angerufen, der seit ungefähr 10 Jahren in Mexiko gelebt hat, in Lateinamerika. Und er ist jetzt wiedergekommen, um in die Armee einzutreten, um die Ukraine zu verteidigen. Das ist die Situation in der Ukraine. Jetzt zu Radio Maria. Uns ist es jetzt gelungen, dass wir unseren neuen Rhythmus wiedergefunden haben. Einige Ehrenamtliche sind nach Kiew zurückgekehrt, so nach und nach. Noch nicht alle sind zurück. Es ist ziemlich schwierig, neue Ehrenamtliche zu finden, natürlich, oder in der Zeit, in der wir auf die Alten warten. Die Mitarbeiter von Radio Maria sind fast alle auch wieder da, noch nicht alle. Das heißt, es ist nicht ganz einfach, aber das Wichtigste ist, dass wir als Radio hier mit den Menschen sind und das Gebet. Die Menschen beten so viel gerade. Vor 2 Tagen haben wir zum dritten Mal die Novene von Pompeji angefangen. Das ist eine Novene, die 54 Tage dauert. Und die Menschen in der Ukraine hängen sehr an diesem Gebet. Sie beten das sehr leidenschaftlich. Und so sind wir bereit, in diesem Gebet fortzufahren. Und ich bitte alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Maria zu beten, für die Ukraine weiter zu beten. Wir brauchen euer Gebet. Vielen Dank.